Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Falsches wird durch Wiederholung nicht richtig, liebe Opposition. Zu den Fakten beim Cum-Cum-Geschäft. 5,7 Milliarden Euro sind die bewiesene Faktenlage, welches dem deutschen Steuerzahler entrissen wurde, das Geld. Das ist eine Schandtat, das muss man deutlich sagen. Und es ist richtig, dass unsere Staatsanwälte hier ermitteln und mittlerweile schon wieder 2,4 Milliarden Euro dem deutschen Haushalt zugeführt haben. Und es ist natürlich auch im Interesse der Großen Koalition, dass diese Steuerschlupflöcher weiter geschlossen werden. Und deswegen werden wir auch im Jahressteuergesetz 2019 die letzten Schlupflöcher dort schließen. Und das ist der richtige Weg, den wir angehen. Und da hoffe ich auch auf Vorschläge aus der Opposition, die seit dieser Zeit fehlen. Seit 2002 gibt es diese Diskussion. Und seit 2002, liebe Opposition, sind weder von den Grünen, Bündnis 90 den Grünen bis 2007, noch von den Linken, AfD war noch nicht dabei, Vorschläge gemacht worden. Sie haben noch keine eigenen Anträge in dieser Zeit gestellt. Bei der Jahressteuergesetzgebung 2007, ich kann nur aus dem Protokoll zitieren, selbst war ich nicht dabei, ist keine Wortmeldung von Bündnis 90 zu den Grünen zu dem Fakt des Cum-Cum-Geschäfts. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir nicht nur Service-Opposition im Namen stehen haben, sondern endlich nicht mal Service kriegen und Vorschläge von Ihnen bekommen, wie wir das angehen. Und ich habe ja sehr aufmerksam zugehört, als der Kollege Keuter von der AfD auch die Medien gelobt hat, hört man ja sehr selten. Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich aus der WAZ vom 24.09.2017, der Kollege von der AfD ja auf seiner Internetseite bezüglich seiner beruflichen Herkunft etwas wankelmütig ist. Er ist Berater in einigen Unternehmen gewesen, aber Gott sei Dank, das Internet vergisst nicht und die Medien auch nicht. Kollege von der AfD, als er nach deren Börsengang zu einer Investmentbank nahe Frankfurt am Main wechselte, hatte Stefan Keuter es geschafft. Auf seinem Depotauszug fanden sich Aktien im Wert von 10 Millionen D-Mark. Wenn er für Geschäftsideen Investoren zusammentrommelte, hatte er am gleichen Abend die notwendigen Millionen Zusagen beisammen. Er wird zitiert mit den Worten: Es war eine Spielwelt und es war eine Sucht. Lieber Kollege der AfD, ich würde mich freuen, wenn Sie uns an Ihrem Wissen teilhaben lassen, wo Sie auch als Kontrolleur der Investmentbanker tätig waren, um diese Cum-Cum-Geschäfte zu schließen. Weil von Ihnen selbst habe ich in diesem Bereich keine Antworten erfahren. Und da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ob wir in dem Zusammenhang von Ihnen auch die Wahrheit erfahren. Lassen Sie da endlich die Hose runter. Aber es geht auch um Vorschläge. Wie werden wir zukünftig diese Themen noch besser machen? Ich habe schon gesagt, im Jahressteuergesetz, welches jetzt angegangen wird, werden die letzten Schlupflöcher geschlossen. Seit 2012 geht das nicht mehr. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, was machen wir zukünftig mit Datenschutz? Schaue ich auch mal in die Richtung von Bündnis 90 den Grünen und den Linken. Wenn beispielsweise Erkenntnisse bei der Bundesanstalt der Finanzdienstleistungsaufsicht vorliegen, wie kriegen wir diese Erkenntnisse zu den Steuerermittlungsbehörden? Und ja, wie kriegen wir das hin? Was machen wir mit Datenschutz in dem Bereich? Was machen wir beim Thema Kapitalmarktunion, welches die Linken ablehnen, mit mehr europäischer Zusammenarbeit? Sie haben das Beispiel Dänemark zitiert. Wo wollen wir da zukünftig hin? Da warte ich auf Ihre Vorschläge. Sagen Sie doch mal, wie wir da zukünftig hinwollen. Es ist natürlich auch das Thema Hase und Igel. Da gebe ich der Kollegin von den Sozialdemokraten vollkommen recht. Und deswegen ist es meines Erachtens nach wichtig, dass wir generell im Steuersystem zukünftig einen Systemwandel hinbekommen. Angefangen von einer Unternehmenssteuerreform bis hin zur Steuererklärung auf dem Bierdeckel, weil das brauchen wir für Deutschland. Vielen Dank. Weitere